Okay, dann hole ich jetzt noch die Kohle raus. Und dann, wo sind die Cobbles? Da sind die Cobbles. Es wird eh alles noch angepasst. So. Jeden Fall soll hier nichts Hohles sein, deswegen erstmal so. Ach, jetzt habe ich sogar eine ganze Ecke zu weit gegraben. Also die Treppe würde ich erst ab hier anfangen, würde ich sagen. Und hier die Eingangshöhe. Das heißt, hier kann man eigentlich alles wieder mit Erde voll machen. Außer ich lege den Weg halt nochmal aus, aber jetzt hier erstmal, dass das hier dicht ist, alles. Das machen wir jetzt nicht zu provisorisch. So erstmal. Okay, dann können wir jetzt hier unten. Moment. Okay, zack, 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 zack. So, das ist ja jetzt erstmal nur die Grundtreppe. Die wird ja dann noch mit Stufen verändert. Stufen haben wir ja zum Glück schon gemacht. Mit den Cobbles wird es jetzt gerade ein bisschen eng, ne? Also hier muss noch einer hin und wir haben hier noch einen halben, dreiviertel, fast gar kein Stack mehr, aber das reicht, um zumindest schon mal die Treppe fertig zu kriegen. Wieso hat er die jetzt falsch gesetzt? War ich zu schnell weg? Okay. Das ist jetzt erstmal der grundsätzliche Treppenanfang. Das werden wir natürlich noch schöner machen. Da blubbert ein Erdblock hin und her. Der lässt sich aber auch nicht holen. Naja. Ich esse mal was, damit wir geheilt werden. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich denn den Tunnel dicht? Nee, so ist es nicht geplant. So. Ach, die Treppe muss ja sogar noch eins tiefer gehen. Aber dann kriegen wir auch wieder ein paar Koppels raus, ist auch nicht falsch. So. Ach, das funktioniert jetzt so gar nicht. Haha, verdammt. Moment, Moment. So, jetzt stimmt's wieder. Okay. Ja, das muss ich jetzt alles dicht kriegen. Das müssen wir von oben machen. Jetzt ist halt leider Nacht, ne? Ja, genau das habe ich mir gedacht. Dann werde ich jetzt gleich noch mal kurz zum Bauernhaus gehen und schlafen, wenn wir danach dann hier in Ruhe weitermachen können. Weil sonst wird es hier ein bisschen zu stressig und das lohnt sich dann auch einfach nicht. Ich möchte bei dem ganzen Unterfangen ungern noch mal das Zeitliche segnen. Das hat mir in der Höhle vorhin schon gereicht. So. Moonwalk aus der Tür raus. Oh mein Gott, ein Enderman auch noch. Ich hoffe, der klaut uns hier nicht mal irgendwie was vom Zaun oder so, weil dann haben wir ein Problem. Wenn er am Haus klaut, das lässt sich ausbauen, aber
Wenn er am Zaun klaut und ich krieg's nicht gleich mit, dann hauen die ganzen Schafe ab. So, wie viel Erde habe ich denn mit? Das sollte eigentlich reichen. Weil ich jetzt einfach das ganze Ding erstmal mit Erde ausfülle. Wenn er mich lassen würde. Nochmal kurz. Ja, tauch halt auf. Ach nee, da ist ja schon Dach. Ah! Ja, das wird jetzt wehtun. Kurz was essen, damit das sich regeneriert. So. Ganz vergessen, dass da ja schon Dach ist. So, dann baue ich mal von der Seite. Den Rest kann ich von innen machen dann. Jetzt mach halt so. Na komm. Dass der sich aber auch so blöd anstellt dann beim Blöcke setzen unter Wasser, ist schon doof. So, jetzt kommt hier nämlich schon mal die Hauptwasserquelle nicht mehr durch. Ich habe ja noch in der Hand. Moment. Ah, komplizierte Bauweise. Vielleicht geht es irgendwie einfacher, aber so sind wir auf jeden Fall safe. Safe davor, dass, ja, dass uns was passiert. So. Ach, ist so. So, Moment. Ah, es ist ein Hin und Her. Aber so sind es die Projekte, ne? Wenn man sich irgendwas vornimmt, was ein bisschen spezieller ist, es dauert dann halt auch einfach. Obwohl es jetzt kein großartiges Projekt ist, ein Netherportal zu bauen. So. Jetzt ist der Tunnel komplett zu. Dann machen wir das jetzt von der anderen Seite noch, damit der trocken wird. Yes. Aber wenn das hier erstmal trocken ist, dann können wir hier durchgehen und dann müssen wir die Erde nur noch durch Glas austauschen. Perfekt, das war's schon. Das heißt, wir können jetzt dann gleich das erste Mal durch den Tunnel komplett schreiten. Er ist zwar noch nicht fertig, weil das ganze Glas noch fehlt und außenrum muss auch noch Kobbel hin und das Ganze noch ein bisschen verändert werden. Aber so im Großen und Ganzen wäre es dann wenigstens fertig. So, Moment. Kobbel. Okay, wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch das Glas, dann können wir das hier komplett austauschen. Das muss ich mir jetzt nur noch holen gehen. Dann wäre der Tunnel soweit fertig. Tausche ich jetzt von außen dann erstmal die Kanten aus. Und dann von innen, weil innen ist das Risiko höher, dass ich mir einen Wasserschwall über den Kopf gieße. Da habe ich dann lieber gern schon mal die Kanten safe. Dann passt das. Wir müssten ja jetzt mehr als genug Glas haben. Mache ich ja sonst nicht, ne? Aber nicht, dass mir das noch ausbüchst, weil die aufeinander springen. Deswegen muss ich auch sobald wie möglich Gatter noch vergrößern. Das wird noch eine Menge Work. 30 Glas, wow, das könnte knapp werden, ne? Nee. Mal zur Sicherheit, ne? Ja, das ist schon viel zu klein für die Schafe. Fürs Pferd muss ich mir auch noch was überlegen. Und das Brot hält nicht lang vor, ne? Oder ist das, weil wir so oft unter Wasser sind, dass sich so viel Ausdauer verbraucht? Ich weiß es nicht. So. Kurz auftauchen. So, dann können wir hier nämlich das Glas gleich hinsetzen. So. Perfekt.
Wieder auftauchen. Jetzt flutscht es wenigstens. Am Anfang musste ich halt auch überlegen, wie mache ich es jetzt am besten. Lustig wird es noch, wenn ich dann Glowstones in den Boden setzen will.